Hallo und herzlich willkommen zurück bei WarnLP. Ich habe mir mal die Tirpitz geleistet. Das erste deutsche Schiff momentan oder ist Premium. Ja, ich werde hier nicht lange schnacken. Schon ein, zwei Gefechte mit der Tirpitz gefahren. Finde ich nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen und ja, viel Spaß. Geht kein Gefecht auf. Na mal gucken. 16 Schlachtschiffe. Entweder kriegen wir jetzt ein Match mit weniger Schiffen oder wir. Ja. Oder es kommen hier noch 24 zusammen. Mal gucken. 23 sind schon. 28. Was? Warum? Okay, 26 Schiffe. Sollte eigentlich reichen, weil es ist immer 12 gegen 12. Vielleicht. Okay, jetzt ging gerade ein Spiel auf, sind aber nicht reingekommen. Warum auch immer. Na gut, dann warten wir mal. So, da sind wir auch jetzt im Gefecht. Jetzt mal die Tirpitz auf dem Wasser sehen. Wir haben als Gegner einen 9er Flugzeugträger. General Quarters. Andere Achterschiffe. Gegner haben drei Achter, zwei Tirpitz und einen Amagi. Wir haben drei Tirpitz. Im Gegensatz zu ihnen haben wir sogar noch einen 9er Cruiser. Wo ist dieser 9er Cruiser? Ich möchte ihn haben. Wo ist er denn hin? Cleveland. Nagato. Pensacola. Cleveland. Ach, die steht da rum. Okay. Ich hoffe, die kommen mit nach links. Wir werden links etwas Unterstützung brauchen, vor allem von den Cruisern. Sieht aber nicht danach aus, ob irgendein Cruiser mit rüber kommt. Das war sehr knapp mit ihm gerade hier. Das sah sehr witzig aus. Da ist was in Reichweite. Gucken wir doch mal. Das ist eine Atago. Habe ich selber letztens gefahren. Nein, ich schieße noch nicht, weil ich habe keine Schussbahn auf sie. Wird sie hinten oder vorne rum? Jetzt ist sie weg. Sie fährt hinten rum. Damit sie sich noch abbremsen kann und vielleicht einen Schuss drauf kriegt. Müsste eigentlich passen. Die ist zwar jetzt weg, aber es sollte trotzdem passen. Jo, drei Treffer. Drei Treffer sind noch gut. Für den Anfang. Der
Mit der Zeit entwickelt man so ein kleines Gefühl, wann man wohin schießen muss, bei welchen Schiffsklassen. Ein bisschen eindrehen. Da werde ich nicht rüberkommen. Ich werde hier sogar hinter dem Stein stehen bleiben. Ich kann schön drüber feuern. Mal gucken, ob die Gegner mit drauf feuern können. Da ist ein Brandschuss. Brennt gleich mal. Der Tago steht halb. Die Tirpitz ist da sehr weit vorne, finde ich. Unsere, also wieder, die jetzt auch einen Torp abkriegt. Deswegen werde ich auch erstmal auf die Nagato gehen. Dann halten wir mal 10 vor. Müsste eigentlich passen. Gucken wir mal. Oder doch zu kurz. Passt eigentlich. Aber trifft nicht. Also trifft gar nichts. So, Keyland ist auch gleich Matsche. So, dann halt mal noch weiter vor. Wir werden hier ganz schön aufgemöbelt auf der Seite. Ich drehe mich jetzt extra so ein, damit ich... Aber ich kann schon mal meine Türme auf die Seite drehen. Jetzt will ich hier Vollgas geben. Und langsam meinen Ruder umstellen. Weil ich werde mich aus von hier hinten verbissen. Das ist mir zu blöd hier hinten mit gegen 4-5 Schiffe. Braucht man nicht unbedingt spielen. Ich hoffe, der Flugzeugträger haut auch ab. Das wäre neben das Beste für ihn. Muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, irgendwie 8, 6 Kilometer habe ich, glaube ich, Range mit den Torps. Wie weit komme ich da? Einfach. Die Torps mal abschmeißen. Weil ich glaube nicht, dass hier irgendwas in die Nähe kommt. Oh, wo ist denn hier was? Kriege ich nochmal was offen? Da ist doch was. So, ich wechsle jetzt auf Panzerbrechend. Torpedoes to starboard. Treffen mich nicht, da ich die rechtzeitig gesehen habe.
Ja, ich werde jetzt auch auf den gehen. Ihn zwar nicht mehr, aber sollte trotzdem passen. Oh, das war mal die Tür. Es windet hier nämlich sehr doll. Torpedoes astern. Oh, da muss ich mal wieder eindrehen. Fähr ich mich mal. Hm? Das jetzt hier am blödsten. Ich muss den, der am Cap-Kreis steht. Also ist, müsste ich aber diesen DD sein, endlich. Der trifft mich nicht. Wie gesagt, ich muss hier. Das muss gefährlich sein, nicht die Atago. Oder ein 7K hat gefressen. Na, vielleicht kriege ich das hier gehalten, aber das sieht, glaube ich, nicht danach aus. Ich bremse jetzt hier mal ein bisschen ab, weil ich weiß, dass der jetzt hier wahrscheinlich den Kopf schmeißen wird. Warte jetzt eigentlich hier noch drauf, dass der DD kommt. Da kommen doch schon die Torps. Da komme ich aber nicht rüber. Ich werde hier schön nach links eindrehen. Damit er mich nicht trifft. Ich brauche sie an sich bloß vom Captain abhalten. Mehr ist es ja nicht. So, ich werde jetzt wieder eindrehen. Weil die treffen mich nicht. Definitiv nicht. Thank you.
habe zwar noch nichts kaputt gemacht, das ist aber nicht ganz so wild. Schöner. Wo zieht der denn hin? Jetzt eigentlich diesen DD, den ich hier weg haben, der ist eben noch nicht tot. Voll gegen die Laterne gefecht. Ja, ich fahre jetzt extra in den Cap-Kreis rein, weil ich will diesen scheiß DD haben. Entweder steht er irgendwo bei der Amagi. Da habe ich ihn. We've sunk an enemy destroyer. Bleib gleich so gedreht. Ich hab gleich die Dings fertig. Da hat er erstmal nachts einen K-Hit gefressen. Deswegen werde ich mich jetzt um die Atago. 50 Sekunden. Da ist er raus. Und da steht die Atago ganz alleine gegen mich. Torpedos, dead ahead! So, da sind wir auch denen erfolgreich ausgewichen. Und da hat es die Atago gegen die Wand gefällt. Ist doch schön. Und ich lade innerhalb der nächsten 6 Sekunden nach. Ich drehe mich jetzt ein, damit ich alles schießen kann. Ziehe auf den Rumpf natürlich. Ungefähr dahin. Sollte reichen. Also weg. We've destroyed an enemy cruiser. Ja, da würde ich sagen, erfolgreich unsere Flagge verteidigt. Das heißt, es kommt hier nicht mehr viel. Deswegen werden wir jetzt rüberfahren. Den Grund werden wir jetzt HE feuern. Und wir haben die schon abgeworfen oder nicht? Die haben noch nicht abgeworfen. Das kommt jetzt. Ja. Da kann ich noch nicht mal gegen was tun. Gut geworfen. Das, was ich jetzt machen kann, ist halt... Ja, ich sag mal, die... Treppen vielleicht noch ein, zwei Schüsse rauskriegen. Mehr wird hier nicht passieren. Aber wie gesagt, wir haben erfolgreich unsere Flagge verteidigt. Haben knapp 50 Treffer, 47, zweimal jemand im Brand gesteckt. Sieht man übrigens hier oben in der Ecke, oben rechts, was man gemacht hat, und daraufhin wird halt auch die
die XP berechnet und die Credits, die man bekommt. So, ich überlege gerade, ob ich diese Tirpitz in Reichweite kriege, dass ich sie beschießen kann. Aber ich glaube, das ist noch hinterm Berg. Da passiert, glaube ich, nicht viel bei mir. Darüber? Da komme ich nicht rüber. Gut. Alles klar. Dann drehe ich jetzt nach links ein. Ich will hinter die Insel. Oder besser gesagt, ich stehe hier. Gucken. Muss halt so stehen, dass ich relativ schnell weg kann. So, die Tirpitz müsste Geschichte sein. Die Tirpitz ist Geschichte. Gut, dann kann ich jetzt auf die Aoba gehen, die da ist. Eindrehen. Gucken, ob ich die sogar noch treffe. War sie getroffen? Hat gute Hits bekommen. Aber ich müsste jetzt schnell, relativ schnell Gas geben und ich wechsle wieder auf. PB, ich darf jetzt bloß nicht haben. Gut. Ja, das war doch mal ein gutes Gefecht, oder? Sehe ich das so? Naja. Hab Dreadnought, bin fast tot. War okay. Ich glaube, Teamauswertung müsste ich auch relativ weit oben stehen. Ja, zweiter. Und ja, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.